Herzlich willkommen zur Vorlesung Programmieren und Modellieren. Wir sind im Wintersemester 2021, 22. Wow. Wir sind Informatiker und Mechatroniker und wir sind beim Graphical User Interface Programmieren. Und wir wollten im Prinzip so eine Party bauen. Und ich habe das irgendwo. Und wir haben prinzipiell so objektorientierte Modellierung gemacht und all so ein Kram. Aber eigentlich, ha, ich habe dafür, ich hab das vorbereitet, ich weiß es nicht. Programming. Ich finde, das sollte Objekte haben. Nee, warum nicht? Ich bin traurig. Da sollte es eine Subdirektory geben. Bin unfassbar traurig. Hilfe. Wo finde ich das? Ja, aber das, ich habe irgendwie auch die Ansicht verstellt. Das macht mich auch fertig. Wo kann ich die denn ändern? Listenansicht hätte ich gerne. Ja, und hier gibt es offensichtlich. War das eine andere Vorlesung? Programming and Modeling. Doch. Ja, das ist das letzte Mal gemacht in 2020. Das ist ein bisschen so einfach. Nee, habe ich nicht. Habe ich keinen GUI-Entwurf gemacht für die Party? Doch, habe ich. Ah, aber das habe ich woanders. Ah, ja. Ah, ich weiß es wieder. Alles ist gut. Ah, das habe ich hier unter Temp, SE Barbecue, HTML, Reveal in File Explorer. Iha. Das war unser Beispielszenario. Verrückt. Und wir hatten gesagt, wir wollen bei uns zu einer Party einloggen. Choose a Party, SE Barbecue, papapap. Dann sollte an die Party-App irgendwas geschickt werden. Dann sollte eine Liste von Partys angelegt werden, wo SE Barbecue drin ist. Dann wollten wir so eine Homepage, Home-Button haben, so ein Welcome zur Party, die Liste von Items und so ein Kram. Und wenn ich das im Prinzip dann irgendwann mal fertig gebucht habe und Albert hat für 12 Euro Bier gekauft und 18 Euro Steaks von Natascha, dann sollte es so einen Total geben von 30, einen Share von 15 und Albert muss noch 3 Euro in die Kasse tun und Natascha kriegt die 3 Euro raus. Da wollten wir hin. Und wir haben es, glaube ich, geschafft, letzte Woche, so weit zu kommen, dass wir im Prinzip diese Items, letzte Woche, das war vor Weihnachten, in der letzten Vorlesung, dass wir diese Page hatten mit diesen Items, und dass das soweit schon da war. Ich habe da über die Feiertage noch mal so ein bisschen dran rumgeschraubt und bin so ein bisschen weitergekommen. Wir hängen da mal so einen Breakpoint hin und drücken mal mutig F5 und gucken, was passiert. Aber das war ja noch nicht richtig gut, die Idee. Ja, genau. Da müssen wir noch mal irgendwie SetX 0 draus machen, sonst tut es das nicht. IH. Und dann müssen wir das nochmal starten. F5. Ja, da kommt er gleich. Ja, dann füllt er das schon soweit aus. Wir hatten einen Bot geschrieben, der im Prinzip uns erlaubt, das Ganze fernzusteuern. Das war dieser Application Test, von der Klasse musste man erben. Und da musste man im Prinzip hier so eine Startmethode hinschreiben. Und da habe ich gerade eingetragen, dass das neue Fenster bitte an den Koordinaten XY 0, 0 erscheinen soll, damit ich das auch sehe. Und wenn ich das jetzt hier mal so mache, ja, alles ist gut. Und das hier so ein bisschen hier dran ziehe, dann haben wir die sogar beide gleichzeitig und dann mache ich den hier weg. Dann haben wir es eigentlich ganz hübsch. So, und dann funktionierte das. So, dann haben wir prinzipiell gesagt, oh, starte das doch mal, klicke auf das Party-Name-Field, schreibe SE Barbecue, Friday Entry und OK-Button da rein, ihr erinnert euch dunkel. Ne? Und dann klicke auf den OK-Button. Dann landen wir im Prinzip hier. Wir können das auch mal einfach. Komm, hier stoppen, kill,
Habe ich nicht geschafft. Da stoppen. Nochmal F5 drücken. Dann startet er wieder. Jiha. Nochmal, damit ich hier so F5 drücken kann, habe ich mir extra so eine Main-Methode gebaut. Die ruft JUnit Core Main auf und übergibt die Klasse, die ich gerne testen möchte. Dann findet er die Tests, die da drin sind, und führt die alle automatisch aus. Ist in unserem Fall nur einer, deswegen ist das genau der, den ich brauche. Das kann ich dann hier mit Debug oder Run aufrufen. Wenn ich das einmal gemacht habe, kann ich hier in diesem Debug-Knödel unter Launch Configurations den irgendwie auswählen, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn ich den einmal ausgewählt habe, dann kann ich einfach mit F5 das Ding ständig neu starten. Das ist relativ praktisch für die, die das noch nicht haben. Okay, und den Knopf mal hier hin tun. Verrückte Idee. Geh weg. So. Wunderhübsch. So, und dann startet der und führt im Prinzip hier dieses Start auf, macht mir so einen Stage Manager. Das ist der, der unser Fenster managt. Ruft auf dem Start auf, setzt nochmal XY-Koordinaten und dann ist das Ganze hier passiert. Der Stage Manager baut, die Stage bekomme ich übergeben von diesem Test-Framework. Dann habe ich das. Und jetzt kann ich hier einen Partynamen eintragen. Was hatten wir denn? New Year? Ja, warum denn nicht? Mit einem Blank. Ah, ganz gefährlich. 31, 12, 20, 21, everywhere. juhu, zack. Und dann bin ich welcome to the New Year Party. Jetzt kann ich anfangen zu buchen. Ne? Hier unten sind schon zwei Felder, die hatten wir letztes Mal noch nicht. Ich erkläre gleich, wo die herkommen. Und wie das gebaut ist. Dann konnte man im Prinzip so sagen, hey, na, ich bringe den Champagne. Egal, im Zweifelsfalle 42. Da muss aber das mit dem Ding, hier muss irgendwie weg. Und das macht ja Albert, come on. Chaka. Juhu, jetzt hat er das gebucht. Ne? Hier steht Champagner, 42 Euro, das hier. Bis hierhin hatten wir das letzte Woche schon programmiert. Wir gucken uns gleich nochmal an, wie das geht. Ne? Ihr hattet jetzt alle lange Ferien und seid nicht mehr so ganz dabei. Von da aus ist das mal ganz gut, sich das nochmal wieder anzugucken. Und hier unten die Teile habe ich über die Feiertage neu gebaut. Da gucken wir nachher auch rein. Lass uns noch einen weiteren Eintrag mitbringen. Okay, irgendeiner bringt Bier mit, aber nur für 23. Das macht der Sepp. Der ist gerade los, Bier holen. Und dann haben wir prinzipiell hier diese beiden Einträge. Dann ist jetzt die Total 65, das ist die Summe von diesen beiden. Der Share ist 32,50. Das ist einfach die Summe geteilt durch die Anzahl der Leute, die mitmachen. Und dann wird geguckt, wer hat wie viel ausgegeben. Ich habe 42 ausgegeben, weniger die 32,50 Euro, die ich anteilmäßig bezahlen muss, sind 9,50 Euro, die ich noch zu kriegen habe. Sebastian hat 23 Euro ausgegeben, aber er muss 32 Euro zahlen. Das heißt, der muss noch 9,50 Euro in die Kasse tun. Und die Summe über alle Saldi der Leute ergibt dann 0. Lass uns noch einen dritten machen. Was brauchen wir denn noch? Fireworks. Gab es dieses Jahr nicht, aber komm. 100? Oder? Oh. 100 ist angemessen, ne? Chaka. Und das macht natürlich auch der Sepp. So, jetzt haben wir ein Totalbudget von 165. Und Albert muss noch 40 Euro nachzahlen. Sepp kriegt 40 Euro zurück. Ne? Also so soll die Funktionalität insgesamt sein. Und jetzt gehen wir mal schrittweise durch, wie habe ich denn das eigentlich gebaut? Dafür gucken wir hier diesen Start-Methode von unserem, die Start-Methode von unserem Stage Manager an, Sop, Chaka, was der so alles so treibt. Ne? Das ist jetzt prinzipiell schon so ein Controller-Baustein, beziehungsweise der Stage Manager, der hat halt eine Menge von Pages oder Themes oder wie auch immer man die nennt. Tatsächlich hat er eigentlich eine Menge von Controllern. Also erstmal hat der Stage Manager die Wurzel von unserem Modell, das ist eine Liste von Partys.
Eine aktuelle Stage, das ist das Fenster, in dem wir Dinge darstellen wollen. Dann ein Choose Party Controller, das ist der. Das gehört hier nicht hin. Da habe ich was anderes ausprobiert. Mist. Das müssen wir gleich wieder rausbauen. Ah, Neustart, Neustart. Da ist es wieder. Okay. Wir können noch mal einmal weiterlaufen lassen. Dann füllt er das schon aus. Chaka, chaka, chaka. So, jetzt haben wir aber noch keinen gebucht. Lass uns das hier auch mal weglassen und noch mal weitermachen. Der bucht jetzt Bier für 12 Euro, Fleisch für 20 Euro. Ist ja auch schon sehr schön, ne? Und eigentlich könnten wir auch schon noch den dritten hier buchen. Noch Salat. Und dann kriegen wir ein Gesamtbudget von 42 Euro, viel besser. Der Share ist 21, weil zwei Leute mitmachen. Albert kriegt noch einen Euro, Natascha kriegt keinen Euro, muss den bezahlen. Ne? So, und was wir machen wollten, war in dem Stage Manager gucken. Da gab es diesen Choose Party Controller. Der war dafür da, am Anfang diesen Dialog zu bauen, wo ich gefragt werde, welche Party möchtest du feiern? Und da ist jetzt hier SE Barbecue eingegeben worden. Dann gibt es den Party Overview Controller. Der verwaltet diese Page. Dann gibt es den Add-Item-Controller, das ist diese Page, hier im Wesentlichen. Und dann gibt es den 9-Min-Morris-Controller, den habe ich gebastelt, erkläre ich euch nachher, weil ich für euer Beispiel noch was machen wollte, gehört eigentlich nicht mehr hierzu. Okay, alle diese Dinger müssen initialisiert werden und eigentlich finde ich, hätte der Spart das machen sollen. Tut er aber on demand. Ha, ne? Also, er erzeugt unser Standardmodell. Wir brauchen immer ein Modell und ein View und einen Controller dazu. Ja, und wir bauen uns immer erst das Modell, dann den View und dann der Controller, der diese beiden Sachen zusammenschraubt. Unser Model ist die Partylist. Unsere Szene ist hier der View. Könnte ja mal einer da hinschreiben eigentlich. Ne? Wenn da oben schon... Model steht. Der baut hier im Prinzip bekommen wir Stage. Das ist das Fenster als Ganzes mit den Knöpfen dran. Die fehlen hier. Aus irgendwelchen Gründen, mit denen man Fenster resizen kann und verschieben kann und all so ein Kram. Das lässt dieses System-Framework lässt sich aus irgendeinem Grund weg. Dann kommt im Prinzip da drinnen eine das Stage gehört dem Windows-Betriebssystem oder dem Mac-Betriebssystem oder was immer ihr benutzt. Na? Und dann sagt, das dritte ist so ein Rechteck, da rein darf die Applikation malen. Und das ist dann die Szene und die werden hier miteinander verknüpft. Ich sage der Stage, das ist deine Szene, zeig dich. Die Szene baue ich am Anfang und die Szene möchte bitte irgendeinen Content haben, der dargestellt werden soll. Da habe ich jetzt hier mal einfach New Label Empty geschrieben, weil ich irgendwas Leeres brauchte. Das wird nachher ausgeblendet, das kriegen wir gar nicht zu sehen. Und dann zeige ich das Fenster schon mal an. Ich gebe dem eine Breite und eine Höhe und all so einen Kram. Dann rufe ich den Controller auf, der jetzt zuständig sein soll. Und das ist der Show Shoes Party System, die Show Shoes Party Screen. Das ist immer noch eine Methode vom Stage Manager, die jetzt für diese erste Page, wo wir auswählen, in welche Party wir wollen, wieder Modell, View und Controller baut. Na, dieses Choose Party Stream macht das. Der macht den hier nochmal zu. Chaka. Und das geht so, wenn ich schon einen Party Controller habe. Ein Party Controller war dieses Attribut da ganz oben. Gucken wir nochmal. Das ist am Anfang null. Das heißt, wenn ich jetzt das allererste Mal aufrufe, trage ich da einen ein. Jetzt mit Alt komme ich zurück. Verrückt. Und also wenn es noch null ist, dann rufe ich, bis es der erste Aufruf. Das ist so ein Idiom oder eine Art und Weise, die man öfter mal benutzt. Wir hätten das vielleicht hier die Vorlesung ja auch weglassen können, aber wenn man die alle vorweg konstruiert hätte, wäre es auch nicht viel einfacher gewesen. Wir machen das jetzt einfach, ich habe es letztes Mal so vorgeführt, wir lassen das jetzt so, vielleicht mache ich es nächstes Jahr anders.
Dann erzeuge ich den View für diese erste Page. Das mache ich, indem ich dem FXML-Loader sage, lade doch mal den Choose Party View FXML. Gucken wir uns den mal an. Nee, am besten mit dem Scene Builder, oder? Windows Scene Builder Choose Party View. Scene Builder, gleich wird er kommen. Und dann sagt der Choose Party View bitte öffnen. Das ist mein Choose Party View. Ne, der hatte im Prinzip hier diese drei Eingabefelder, Party Name, Date, Location, ein OK-Button, oben diesen Text. Die Dinger hatten prinzipiell, wenn ich sie alloziiere, immer eine ID, keine FX-ID, eine ganz normale ID. Der hier heißt Number Label, über die kann ich die nachher wieder holen. Der Code hier lädt das, FXML Loader Load, Choose Party View FXML, dafür muss das an der richtigen Stelle abgelegt sein. Das haben wir im Prinzip ja schon gelernt. Da passiert jetzt nicht viel Neues. Und dann sage ich, mache ich mir den Controller, der diesen View und unser logisches Modell miteinander verknüpft. Das richtige logische Modell an dieser Stelle ist immer noch unsere Party-List. Ich übergebe dem Controller mit SetView den View, den ich brauche, mit SetModel das Modell, das ich brauche und mit SetStageMan das aktuelle Objekt hier, diesen StageManager. Da haben wir ein bisschen drüber geschritten, ob es nicht besser wäre, da mit statischen Methoden zu arbeiten. Ich kann das auf den Tod nicht leiden, deswegen mache ich das jetzt hier so. Jetzt kriegt der Controller Zugriff auf diesen Stage Manager, da hat er etwas mehr Macht, als er eigentlich haben sollte. Der braucht die im Wesentlichen, damit er dann, wenn ich auf irgendeinen Knopf drücke, sagen kann, jetzt wechsle bitte zur Overview Screen. Der muss diese Show Party Overview Screen Operation aufrufen können. Und dafür hat er jetzt Zugriff auf diesen Stage Manager. Na, und das hätten wir vielleicht irgendwie anders lösen können. Aber hey, so völlig falsch ist es nicht. Danach rufe ich Init auf. Das gucken wir uns natürlich auch an. Chaka. Ne, also das ist jetzt der Party, Choose Party Controller, der Controller für diese erste Seite, wo wir auswählen, auf welcher Party wollen wir sein. Das Ding hat ein Model. Das ist die Party List. Und das muss natürlich als erstes. Model View ist selber der Controller. Hat diesen Stage Manager, wenn man da drauf zugreifen möchte. Und dann hier Elemente von dem View, auf denen wir arbeiten wollen. Das ist dieses Party Name Field, Date Field und Location Field, habe ich hier als Attribute vom Controller gemacht. Das hat unter anderem den Vorteil, dass ich da von außen besser drauf zugreifen kann, glaube ich. Müssen wir gleich mal gucken. Dann hat es Getter dafür, Set View, Get Model, Set, Get Stagement, diese ganzen Dinger, die man immer so hat. Hier ist die Init-Methode. Party Name Field, View Lookup. Ne, das ist unser View, das ist das ganze Ding, das wir mit dem FXML-Loader geladen haben. Da mache ich ein Lookup drauf und suche nach irgendwas, was die ID Party Name Field hat. Ich kann nach verschiedenen Dingen suchen, nach irgendwas, was einen bestimmten Typ hat, was einen bestimmten Text beinhaltet, lauter so Sachen. Wenn ich hier einen Gatter davor mache, dann sage ich, suche nach was, was eine bestimmte ID hat. Dann sucht er da drinne und man macht das immer mit diesem Lookup, weil man relativ oft später noch an diesem Layout hier rumfummelt, da nochmal V-Boxen drumherum macht, das reorganisiert und diese Dinger sich verschieben. Aber wenn ich den kompletten Baum, der hier links dargestellt ist, durchsuche, dann finde ich, und da diesen ID nur einmal verwende, dann finde ich das Ding auf jeden Fall wieder. Und das ist der einfachste und eleganteste und zuverlässigste Weg, das zu machen. Macht das bitte immer so, das ist am einfachsten. Dann suche ich nach Party Name Field, Date Field, Location Field und dem OK-Button. Das sind die Elemente aus dem View, mit denen ich tatsächlich interagieren möchte. Irgendwelche zusätzlichen V-Boxen, H-Boxen, Panels, Colors, irgendwie Lines, Rectangles, die interessieren mich an dieser Stelle hier nicht. Ne? Und im Wesentlichen ist das, was der Controller immer macht, der sucht sich die ganzen Elemente aus dem View, mit denen er interagieren möchte, merkt sich die in Attributen. Und dann macht er noch so ein bisschen, ja, Binding.
Was der hier macht, der sagt dem OK-Button, nachdem wir alle Elemente gefunden haben, deine On-Action ist die Handle-OK-Action. Na, also wenn in dem ersten View hier auf diesen Button geklickt wird nachher, dann möchte ich, dass die Operation Handle-OK-Action aufgerufen wird. Die steht hier zufällig unten drunter. Und was er dann macht, ist, der macht ein sys.model-getter-create-party. Das ist eine Operation. Model ist diese Party-List. Getter create Party. Party nehmen wir get text. Da gucken wir stumpf rein. Der macht eine Schleife über alle Partys in der Party-Liste. Und wenn die Party den Namen hat, den ich gerade eingetippt habe, dann liefert er mir die zurück. Und wenn er keine Party findet, also wenn er mit der Schleife hier durch die komplette Liste durch ist, dann erzeugt er eine neue Party. Setzt den Namen, setzt die Partylist und liefert mir das Ganze zurück. Ein bisschen macht mich das hier nervös, aber hat funktioniert. Lassen wir einfach mal so, wie es ist. Ne? Das macht das Get or Create Party. Ist auch ein Idiom, nennt man das. Ein Codefragment, das man so sehr, sehr gerne verwendet. Dieses Get or Create ist eine ganz typische Nummer. Ne? Gib mir aus der Liste bitte einen, der schon vorhanden ist, sonst mache bitte einen neuen. Für die Java-Util-Hash-Tabellen zum Beispiel gibt es auch so einen Compute-If-Absent. Das macht ungefähr das Gleiche. Wer da mal gucken möchte, ist aber ziemlich abgeräter Kram. Na, aber wir machen das halt so, das funktioniert ganz gut. Okay. Dann sagt er dieser Party, hey, du hast ein Date, das kriege ich aus dem Date-Field. Und du hast ein Location, das kriege ich aus dem Location-Field. Und dann habe ich meine Party vollständig gebaut. Die hat jetzt einen Namen. Die kriegt man aus dem Party-Name-Field und ein Datum und eine Location. Wunderhübsch. Und dann sage ich dem Stage-Manager, hey, wechsle doch mal zur Party-Overview-Screen. Großartige Sache. Party-Overview-Screen. Der sagt, dafür brauche ich den Party-Overview-Controller. Wenn es das allererste Mal ist, baue ich den. Dafür lade ich den Party Overview FXML. Den gucken wir uns natürlich an. An dem habe ich nämlich eine Menge rumgeschraubt. File Open Reason Party Overview. So, der hat diesen Home-Button. Ihr erinnert euch. Dann ein Welcome to the Party App. Hier steht noch Party App, noch nicht die Party. Das müssen wir da gleich noch eintragen. Also SC Barbecue zum Beispiel oder New Year oder was auch immer. Dann so eine Art Item-Button. Dann ist hier so ein komischer freier Bereich. Da ist eine V-Box. Die ist aber noch leer. Die sehe ich nicht. Aber die hat eine ID. Das ist die Item-List-V-Box. Die hatten wir vor Weihnachten schon gebaut. Na? Und bis dahin war das. Was ich danach noch gemacht habe, wir haben hier eine große V-Box, das ist das ganze Ding. Da drinnen hängt ein Button, ein Label, noch ein Button. Dann eine V-Box, die ist da reingeschachtelt, da kommen die Items rein. Dann ein Label für das Total, was haben wir insgesamt als Budget für die Party. Ein Label für das Share. Und darunter nochmal eine V-Box, da kommt die Teilnehmerliste hin. Ne, und die sind leer und die habe ich hier vorgenommen. Die Dinger haben eine ID. Das Ding hier heißt Guestlist VBox. Das Ding hier heißt Itemlist VBox. Das Ding hier heißt Total Label und so weiter und so weiter. Ne, das heißt, wir haben einfach uns hier so Platzhalter gemacht, wo wir nachher drauf zugreifen wollen. Und insbesondere in diese Itemlist werden wir nachher noch Dinge reinhängen und in die Guestlist halt auch. Ne? Und gucken, wie das jetzt funktioniert. Okay, hey, das sieht gut so. Party Overview, genau. Der lädt das XML, das wir uns gerade angelehnt haben. Dann haben wir so einen View. Dann baut er einen Party Overview Controller. Sagt ein Set View, einen Set Model. Lass uns das mal irgendwie umbrechen. Das macht einen ja fertig. Chaka. Und ein Set Stageman. Und dann haben wir die ganzen Dinger hier gebaut. Dann sagt er nachher, Stage, gib mir deine Szene, setze als Root das, den View von dem Party Overview Controller, damit switchen wir auf dieses Ding hier um. Ne?
Und ja, wir haben den View hier gebaut. Aber dieser If-Block wird ja nur ausgeführt beim allerersten Mal, danach nie wieder. Wir übergeben den View hier dem Party-Overview-Controller und holen ihn uns hier wieder. Das ist so ein bisschen um die Ecke. Macht man so. Ne? Also viel was Besseres fällt mir da nicht ein, wie man das konstruieren könnte. Okay. Dann gucken wir uns nochmal an hier dieses Init. Chaka. Von dem Party Overview Controller. Was macht der? Naja, der macht das Gleiche, was wir eben auch hatten. Der holt sich die ganzen Dinge, die wir brauchten. Den Home-Button, das Welcome-Label, Add-Item-Button, die Item-List-Box, das Total-Label, das Share-Label und die Guest-List-Box. Ha. Gut. So ganz Schema F. Ne? Das kann man nämlich relativ gut, wenn man sich überlegt hat, wie die Struktur sein muss, wenn man den Screen-Dump gemacht hat oder dieses Scene-Builder-Ding gemacht hat, relativ gut machen. Also tatsächlich geht das nicht in einem Rutsch. Ne? Man macht das iterativ. Man macht erstmal so die ersten drei Elemente da rein, dann programmiert man so ein bisschen, dann sagt man, ah, ich brauche noch eins, dann geht man wieder zurück in den Scene-Builder und dann erweitert man das so immer so inkrementell, bisschen was im Scene-Builder dazufügen, bisschen was im Programmquelltext dann hinzufügen, dann passt es nicht. Dann macht man bei der Home-Button eine Set-Action, das ist die Home-Action. Damit wollte ich eigentlich wieder in diesen View Choose Party. Habe ich aber jetzt gerade so gebaut, dass er da dieses Nine-Man-Mori baut. Show Home Screen. Und der macht hier diesen Nine-Man-Mori-Controller. Das ist natürlich Bullshit. Das müsste ich eigentlich ändern. Da muss ich eigentlich nur hier machen. Den Choose Party Controller Get View. Dann ist das heile. So, jetzt könnten wir es mal wieder neu starten. Ne? F5. F5. Jetzt läuft er da wieder durch unseren Ablauf durch. Aber wenn man so einen automatischen Test hat, dann ist das unfassbar praktisch, weil man den, ich habe den ungefähr gefühlt 1000 Mal laufen lassen, bis ich das Ding fertig hatte. Ne? Und du willst nicht jedes Mal immer mehr Salate eintippen, dann bist du irre. Ne? Soweit. Und wenn ich jetzt auf den Home-Button klicke, bin ich wieder bei Choose Party. Ist das nicht cool? Das war das, was ich eigentlich wollte. Und dann kann ich aber sagen, ja, nee, ich war schon richtig, gehe hier wieder hin, dann bin ich wieder da. Ich finde es unfassbar. Es funktioniert hin und zurück und kreuz und quer. Oder ich gehe auf eine andere Party. Boah, geht das echt? New Year. Location und so lasse ich mal bitte. Okay. Oh, das hat ihn ja mal tief beeindruckt. Ah, da muss man noch dran arbeiten. Da gibt es auch ein Problem. Mist. Hätte ich das mal nicht vorgeführt. Das war ja mal doof. Da mal irgendwie wieder zurück. Hier waren wir bei Show Home Screen, da wollten wir aber gar nicht hin. Chaka, Chaka, hier waren wir. Wir sind im Init von dem Party Overview Controller und haben an den Home Button die Home Action drangehängt. Ja, und das ist eine Sys-Doppelpunkt-Doppel-Home Action, das ist eine Methode von dem Overview Controller. Das ist das, ne, der Controller hat die Operationen, die aufgerufen werden, wenn ich auf den OK-Button, auf irgendwelche Button klicke. Dann sage ich, hey, Welcome-Label, du kriegst einen neuen Text, nämlich Welcome to und dann Model get name. Na, und unser Model, das ist vielleicht nochmal wichtig, ist eine Party. Wieso? Haben wir irgendwo übergeben. Hier. Show Party Overview Model get current party. Wo kommt diese Get Current Party her? Aus diesem Get or Create. Whoa. Okay, Model, wo bist du deklariert? Party List. Und dann hier Get or Create. Der setzt hier so eine Current Party noch. Also wenn ich, das macht der hier. Also der sucht die Party beim Get or Create und merkt sich die zusätzlich in der Partylist als das ist die aktuelle Party. Und das ist, glaube ich, genau der Grund. Ja, irgendwas hat da nicht funktioniert. Alles klar. Bis nächste Woche habe ich rausgekriegt, warum der hier, wenn ich von Home mit einem neuen Partynamen dahin ist, nicht richtig wechselt. Da muss ich, habe ich irgendwas nicht richtig gemacht.
Okay. So, zurück, Show, Party, Overview, Screen. Wir waren in dieser Init-Methode, haben den Welcome-Label-Set-Text gemacht. Deswegen steht hier jetzt SE Barbecue an der Stelle, obwohl hier in dem Entwurf stand da nur Welcome to the Party App. Ich habe einfach den Text von diesem Label komplett ersetzt. Das hier ist nur ein Platzhalter dafür, dass das Programm nachher da den aktuellen Text einfach einsetzen kann. Wunderschön. Gut. Dann sagt er dem Item-Button hier, na, du kriegst Handle at Item Action. Gucken wir uns gleich an. Na? Dann sagt er dem Modell, hey, du hast Listeners. Füg den Listeners doch mal einen neuen Property Change Listener hinzu. Immer dann, wenn an der Länge der Items meiner Partys sich irgendwas ändert, dann ruf bitte die Methode Handle Party Items Change auf. Da gucken wir gleich drauf. Na? Dann gibt es eine neue Methode, die sagt Handle Price Change, die wird aufgerufen. Das gucken wir uns mal an. Die rechnet hier Total und Share auf. Die rechnet hier das ist Total neu aus. Das funktioniert im Wesentlichen so, dass meine Model ist eine Party nach allen Einkäufen frage, die Prices davon im Total aufsummiere. Dann sage ich dem Modell, das sind deine neuen Totals. Die Methode steht hier im Party Overview Controller, da gehört die nicht hin. Die gehört eigentlich in die Party List. Die muss ich bei Gelegenheit mal ändern. Die macht hier aber außerdem noch dieses, jetzt greift die aufs Total Label zu. Also eigentlich bräuchten wir den Teil hier irgendwo in unserem logischen Modell. Könnten wir dann nachher mal hinverschieben. Im Augenblick lasse ich es mal da. Der Teil macht tatsächlich Controller-Stuff. Der nimmt nämlich das neue Total und trägt den richtigen Text hier ein. Deswegen steht da jetzt Total 42. Der hat hier die Sachen aufsummiert, dahingeschrieben. Dann macht er Guests. Das kommt gleich, wenn wir Items machen. Dann kriegen wir auch eine Liste von Guests. Die hängt an unserem Party dran. Dann machen wir das. Puh, ist das alles unübersichtlich. Das ist der richtige Moment, jetzt mal ein Objektdiagramm zu zeigen, oder macht das die Sache schlimmer? Ich zeige es mal, aber es macht die Sache erstmal schlimmer. Ctrl P FX Diagram, FX Object Diagram. Finde es gerade nicht. Ja. Was ich machen wollte, war FX-By, genau, die wollte ich zeigen. Zeig mir das mal als SVG. Geh du mal wieder nach da, geh du mal wieder nach da. Ja, das ist ein bisschen klein, ne? Macht nichts, ich habe das vorbereitet. FX bei Object Diagrams. Hier kann ich das besser zoomen. Na? Da gucken wir mal so ein bisschen drin rum. Wir haben einen Stage Manager. So, der hat eine Partylist, das ist dem sein Modell. Da drinnen gibt es eine SE Barbecue Party. In der Party gibt es Items, nämlich Meat, Salad und Bier, die hängen da so dran an der Party. Ja, wunderhübsch. Und so ein Item hat immer jemand, der es gekauft hat. Natascha oder die beiden, hier hat Albert gekauft. Und jedes Mal, wenn ich so nachher so ein Guest erzeuge, hänge ich den hier in diese Party rein. Na, so war unser logisches Datenmodell gestrickt. Eine Party hat eine Liste von Items und eine Liste von Gästen. Und diese Gäste haben eine Liste von Sachen, die sie persönlich gekauft haben. Ne? Und hier entsteht so eine Struktur und auf der arbeiten wir hier die ganze Zeit.
Ja, dann können wir den hier wieder zumachen und den und zu und den hier. Ja, ich weiß nicht, wo du gut hin. Und dahin. So, wie bin ich da hingekommen? Ah, weil wir machen hier so ein Share. Dann fragen wir das, die Partyliste. Gib mir mal die Liste deiner Gäste. Und wenn die nicht leer ist, da steht not, not is empty. Dann sagen wir, ja, der Share ist total durch model.getGuests.Size. Wenn wir diese Abfrage nicht gemacht hätten, würden wir durch 0 teilen. Keine gute Idee. Ne? Dann lassen wir das Share einfach so, wie es ist. Und dann sagen wir Model Set Share. Das ist auch eine logische Operation. Und Share Label Set Text. Prinzipiell wieder dieser Teil hier. Ist eigentlich eine logische Operation, die gehört mit in unser logisches Modell. Das müssten wir in dieses Stückchen Code und dieses Stückchen Code müssten wir eigentlich verschieben, dass das in der Partylist ist und nicht in unserem Controller. Das hat hier nichts zu suchen. Passiert mir am Anfang relativ oft, passiert euch bestimmt auch ganz oft, dass man so Logik und also Model Code, View Code und Controller Code, dass man nicht genau weiß, was wohin gehört. Na, prinzipiell gilt immer diese wichtige Tafel. Ne? Also Model in View ist auf jeden Fall falsch. Ne? Model im Controller müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber wenn man, ja, ich weiß nicht, wie viele Punkte wirklich ich abgezogen, Max? Würde ich jetzt nicht Ah, sagen. genau. Max will sich nicht festlegen, wie viele Punkte er dafür abzieht, wenn man das falsch macht. Je nach Schwere der Tat. Okay. So, Tacker. Wo sind wir denn? Ha! Da setzt er bei dem Share-Label den neuen Text. Wenn man Zahlen mit Nachkommatas aktualisiert oder handhabt in Java, muss man höllisch aufpassen, ob man um ein Abtrennen der Nachkommastellen einen Komma oder einen Punkt verwendet. Ich habe jetzt hier Punkte verwendet, weil das ist das Internationale. Ne? Da muss man aber prinzipiell sich genau festlegen, wie man das machen möchte. Da gibt es Locales für, wenn man Internationalisierung macht, muss man da noch viel, viel mehr treiben. Wir machen jetzt hier einfach mal nur eine englische Version und fertig. Ne? Wir haben ja auch hier Welcome to the SA Barbecue gemacht. Und dann ist das im Prinzip soweit cool. Okay. Ja, hey, haben wir das? Handle Price Change. So, wo hatten wir das noch her? Handle Party Guest Change, Handle Party Items Change. Ha, das war aber die Stelle, wo das aufgerufen wurde. Kam dann Adiprproperty Change Listener, der Handle Party Item Change aufruft und nachher noch ein Handle Party Guest Change. Der ist angemeldet, wenn sich an dem Guest Property von unserer Party Liste irgendwie, nee, von der Party was ändert, von der aktuellen Party, auf der wir gerade arbeiten, von unserer Current Party. Jetzt gehen wir aber erstmal in dieses Add-Item-Action rein. Ja, das heißt, wir sind hier in dem Dialog, haben irgendwas getippt und machen jetzt ein Handle, klicken auf diesen Button hier. Ja, da muss ja so ein Handle Add-Item-Action machen. Die ist hier. Dann wechselt er zur Add-Item-Screen. Show Add-Item-Screen. Das ist jetzt wieder die, das hatten wir, glaube ich, auch vor Weihnachten die Woche schon. Ne, der lädt diesen Add-Item-View, der sieht im Wesentlichen so aus. Und sagt dem Item-Controller, hier ist dein View, hier ist dein Model, das ist ist die richtige Party. Ich habe keinen Strom mehr. Macht irgendwas. Hilfe! Haben wir hier noch irgendein Netzteil rumfliegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Irgendein USB-C-Netzteil würde mir helfen. Gut, das Oh, ist jetzt sehr ist er gut. glücklich. Alles ist gut. Ja, wieder gut. Rumpel die Pumpe. Hat ein Set Model get current party. Wunderbar. Und im Wesentlichen ist hier wichtig diese Init-Methode. Das alle andere ist ja relativ standardmäßig. Der lädt dieses Ding, besorgt sich Item Field, Price Field und Guest Field. Das sind diese drei hier. Besorgt sich den Add Item Button, das ist der da unten, und hängt an den Add Item Button die On Action. Ne, die Handle Add Item Action.
Das ist die hier unten. Der macht ein Get or Create Item mit Item Field, Price Field und Guest Field. Da gucken wir natürlich rein. Die ist tatsächlich nicht völlig trivial, aber doch nicht so kompliziert. Ja, das ist dann auch die Sachen, die wir noch vor Weihnachten gemacht hatten, im Großen und Ganzen. Der macht hier wieder eine Schleife über alle Items von meiner Party. Wir sind auch gerade in der Party. Fragt diesen Item nach seiner Description. Und wenn das der Name ist, der hier eingetippt ist, dann haben wir den richtigen Item gefunden und liefern den zurück. Das ist dieses Get or Create Pattern, was wir schon mal hatten. Das wäre jetzt der Get-Anteil. Da macht er einen Break. Ne? Egal, ob er den alten gefunden hat oder nicht, geht er nachher hier hin und sagt, wenn ich hier ankomme und habe, mein Item ist immer noch null, dann hat er keinen gefunden. Dann erzeugt er einen neuen, setzt die Party, setzt die Description. Und hier ist tatsächlich die Reihenfolge, in der das macht, nicht vollkommen unwichtig. Das heißt, ich baue ein Item, sag ihm, du gehörst zu dieser Party. Sag ihm, so heißt du. Dann sage ich, hey, ich brauche noch einen Gast dafür. Ich habe ja hier Albert getippt und die Frage ist, kenne ich den schon oder ist das ein neuer Gast, der noch nie da war? Deswegen mache ich einen Get or Create Guest. Da gucken wir natürlich rein. Der geht genauso wie vorher. Eine Schleife über alle Guests von meiner Party. Wir sind immer noch in der Party-App. Wenn der Guest Get Name equals Guest Name ist, dann kann ich ihn zurückliefern. Sonst baue ich einen neuen Gast. Dessen Namen und füge ihn der Party hinzu. Okay. So, das heißt, wenn ich jetzt hier Albert 2 eintippen würde, würde er einen neuen bauen, sonst kriege ich den alten Gast. Dann sage ich dem Item, also unserem Salat hier, hey, Provider ist der Guest. Provider, so habe ich die Methode genannt, ich weiß nicht mehr warum. Das ist der, der es gekauft hat. Ne? Und dann sage ich noch, setze mir den Preis. Und dann habe ich im Prinzip diesen Item-Dialog richtig abgearbeitet. Ne? Und ich kann jetzt aber auch hergehen für ein Ding, das ich schon habe. Salat kostet jetzt mal 16 Euro. Und das hat gar nicht der Albert gekauft, sondern der Max. Jiha. So, ne? Dann habe ich jetzt Bier, Fleisch, Salat. Und der Salat-Eintrag, das ist der alte, der ist jetzt geändert worden, hat jetzt einen neuen Preis und eine neue Person. Na, und es ist dann auch hier, Total hat sich geändert, weil es teurer geworden ist. Und der Share geht jetzt durch 3. Und dann hat Max genau das Richtige bezahlt, witzig. Und Albert muss noch 4 Euro an der Tasche bezahlen. Hey, verrückt, funktioniert wie Sau. Ne? Und das müssen wir jetzt nochmal gucken. Das war dieses Total und Share ausrechnen. Das ist nicht so kompliziert, das gehört aber eigentlich in die Logik. Vielleicht machen wir das gleich. Aber wir gehen jetzt erst das Beispiel zu Ende durch, ne, wie das alles so passiert. Okay, Get or Create Item haben wir fertig. Zurück. Dann sagt er Show Party Overview. Ja, das ist wieder hier diese Sache. Da wird es diesen Controller ja schon geben. Aber da passiert jetzt trotzdem noch ein bisschen was. Dafür gehen wir nochmal in dieses Init. Nämlich, wir haben ja bei dieser Party... Unser Model hier ist eine Party. Ja, wir sind in diesem Party Overview. Da haben wir eine Current Party. Den haben wir einen Property Change Listener hinzugefügt für Handle Party Items Change. Der wird gerufen. Da gehen wir mal hier auf dieses Property Items von der Party. Und dann gucken wir mal, ob wir hier Get or Create Item. Get items with items ist die Methode, die wir suchen. Die wird da am Schluss gerufen, die fügt letztendlich ein Item dazu. Und hier ist die entscheidende Zeile. Wenn er das fertig gemacht hat, dann macht er einen Fire Property Change. Was im Wesentlichen bedeutet, geh zu meinen Listeners und alle Methoden, die das wissen sollten, ruf die mal bitte auf. Das heißt, auf magische Weise, das Code, der wurde von Fulip generiert, wird immer dann, wenn ich in meiner Party in die Liste der Items einen neuen eintrage, die Handle Party Items Change Methode berufen, die hier unten steht. Das ist jetzt im Controller eine Methode, die sagt, wenn in meiner Liste von Items ein neuer dazukommt, dann muss ich ja hier in dieser V-Box einen neuen Eintrag machen.
Und das macht dieses Handle Party Item Change. Und der macht dazu einen Item Line View auf. Da gucken wir uns den nochmal auf. Das hatten wir, glaube ich, aber schon letzte Woche gemacht, aber schadet ja nicht. File Recent Item Line View. Das ist einfach so eine Horizontal Box, eine H-Box, eine H-Box. Die hat einen Item, einen Price und einen Guest. Ne? Und das sind alles drei Labels und die haben alle IDs und die kann ich jetzt natürlich wieder setzen und bearbeiten, wenn ich einen Lookup mache. Das heißt, ich habe dieses Handle Party Item Change, baut einen neuen Item Controller. Ne? Und zwar, ja, das ist ein neuer Eintrag, zu dem haben wir noch keinen Controller, das müssen wir noch machen. Setzt das Modell, setzt den View und macht natürlich vorher dieses FXML-Load und macht hier hinten so ein Init. Gucken wir in dieses Init, hier sind wir aber bald überall durch. Der sagt, ich interessiere mich dafür, wenn sich die Description von diesem Item ändert, wenn sich der Preis von diesem Item ändert oder wenn sich der Provider von diesem Item ändert. Ja? Dafür mache ich jedes Mal einen Property Change Listener. Und wenn die Description Changed passiert, dann besorge ich, nehme ich mir das Item Label. Das habe ich hier nochmal mit einem Lookup gemacht. Ah, das habe ich noch nicht umgebaut. Das hätte ich eigentlich hier in dem Init noch alle Lookups machen wollen und Attribute. Der guckt jedes Mal danach. Das fand Sebastian nicht so cool. Ändere ich irgendwann für die nächstes Jahr nochmal. Was ich im Wesentlichen jetzt, ich setze von dem Item Label den Text auf die Model Description. Wenn der Preis sich ändert, setze ich das Preislabel. Wenn der Guest sich ändert, setze ich den Guestnamen neu. Fertig. Na? Wunderschön. Das heißt, und der baut alles in allem für ein so ein Ding, hier ein so eine Zeile. Hier sind diese drei Dinger. Dann haben wir das wunderschön beisammen. Die haben, glaube ich, irgendwelche Breiten gesetzt, damit das hier alles so schön passt. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? 16.02 Uhr, noch eine halbe Stunde, ja, passt schon. So, wo sind wir bei Handle Party Item Change? Ich merke mir diesen Item Controller noch in der Liste von Item Controllers. Das brauche ich hier nicht wirklich unbedingt machen, fühlte sich für mich richtig an. Ich habe, glaube ich, irgendwo ein Get Item Controllers gemacht. Das hat den Effekt, dass der nachher von meinem Fulip Object Diagrams, der diese Objektdiagramm View macht, gefunden wird. Wenn es keinen Getter gibt, mit dem der darauf zugreifen kann, dann findet er die Dinger nicht, damit die nachher hier in meinem großen Bild mit drin sind. Das heißt, hier müsste es irgendwo ja, so Controller geben. Hier gibt es einen Item Controller. Ja, zu jedem Item muss es einen Item Controller geben. Und der hat eine H-Box und da drin sind Label. Diese H-Box und diese Labelnummer, die Objekte, die konnte ich letzte Woche noch nicht malen. Ne, dafür habe ich über die Feiertage meinen Objekt-Diagram-Viewer erweitert, damit er damit umgehen kann. Das wäre alles ganz einfach, wenn die Leute, die JavaFX, diese Bibliothek entwickelt haben, sich an die üblichen JavaBeans-Namenskonventionen gehalten hätten. Dann könnte ich das direkt so in meinem Viewer darstellen. Die großen, klugen Leute, die vor langer, langer Zeit das Zeug entwickelt haben, haben aber gedacht, nein, wir machen das mal anders, weil wir sind so cool. Und schon funktioniert unser Kram nicht mehr. Deswegen muss ich da ziemlich fummeln. Das mache ich jetzt irgendwie jedes Jahr immer so ein bisschen. Nächstes Jahr, verspreche ich, ist das dann in der Standard-Pool-Bibliothek mit drin. Wenn Adrian da ist, bitte baut das dann mal ein. Und dann könnt ihr das auch benutzen. Die Fulip-Bibliothek, die ihr benutzt, kann diese Item- und Label-Geschichten nicht darstellen. Schade auch. Tatsächlich schmiert der, glaube ich, sogar gnadenlos weg, wenn du versuchst, irgendwelche View-Dinger anzuzeigen. Da macht er die Grätsche. Ne? Da habe ich ein bisschen was dran gearbeitet. Nächstes Jahr, wenn ihr den Kurs nochmal hören wollt, dann funktioniert das. Dieses Jahr könnt ihr das leider nicht machen. Aber ich habe es jetzt mal dazu gebaut, einfach damit wir mal ein Beispiel haben und um es jetzt hier in der Vorlesung zeigen zu können. Okay. Und ja, der Effekt ist, dass es dann am Schluss eben furchtbar unübersichtlich ist. Ne? Also das ist ja dann doch jetzt irgendwie hier schon ein mittelgroßes Diagramm.
Ne? Und da unten ist das Label, das wir gerade haben. Okay. So, und noch ein bisschen mehr. Wo waren wir denn? Da gab es diesen Item-Controller. Hier sind auch noch die anderen Sachen. Ich glaube, ich kann das mal irgendwo hinstellen, dass ihr euch das in Ruhe angucken könnt. Das sollte ich mal tun. Tue ich auf meinen Google Drive, damit man da noch mal mehr sehen kann. Und ja, es ist aber, man braucht unfassbar lange, um sich da drin zurechtzufinden. Ne? Und im Wesentlichen sind hier diese 5 logischen Objekte. Das ist das, um das es wirklich geht. Von mir aus noch mit der Party. Und das andere ist alles nur View drumherum und Controller-Geraffels. Aber dann kann man sich doch mal in Ruhe angucken, wie das alles zusammenhängt. Prinzipiell hatte ich es auch für dieses 9-Min-Morris gemacht, damit man mal einmal sieht, wie das da aussehen würde, damit es ihr sehen könnt, aber hilft euch nicht, weil ihr könnt es nicht benutzen und dementsprechend lasse ich das heute einfach machen. Okay, wo waren wir? Ja, Handle Party Item Change. Da kam so eine neue Party, ne? Und nochmal, wo kam der her? Das war dieser Art Item Controller. Da dieses Get or Create Item, der macht das. Eine Sache, die ein bisschen unschön ist, ist, ne, der erzeugt hier diesen Item, dann setzt er die Party, das erfeuert dieses Property Change für, hey, hier ist ein neuer Item, und dann setzt er die Description von diesem Item. Wenn er das in der anderen Reihenfolge macht, dann funktioniert das nicht richtig, weil wo war das? Chaka. Das war in dem Art Item Controller. In dem wo hat er denn diese Line gebastelt? Item Price Field, das war hier. Das war der. Das war der Overview, ne? Party Overview Controller. Da kam ja diese. Hier. Genau, und der hier. Der wurde nur einmal gerufen, da. Ne? Hier haben wir der Party gesagt, hey, wenn in deiner Itemliste ein neuer Eintrag kommt, ruf sofort die Handle Party Item Change Methode auf. Die sagt dann, hey, wenn sich, lad diesen Item, die sagt dann, wo ist das Init? Da. Die sagt dann, hey, wenn sich die Description, der Preis oder der Provider ändert, dann möchte ich bitte, dass das Label sich auch ändert. Das machen die drei Methoden hier unten. Wenn ich das in der falschen Reihenfolge aufrufe, ändert sich die Sache nicht mehr. Ich muss als erstes den Item in die Party einfügen und dann muss ich die Properties von dem Item setzen, weil sobald ich das in die Party einfüge, werden diese Listen da hier angemeldet. Danach ändere ich die Attribute von diesem Item und dann werden hier unten die Labels angepasst. Wenn ich das andersrum mache, funktioniert das nicht richtig. Das ist funktioniert jetzt sehr einfach und elegant, ist aber unschön, weil ich Model und View ja eigentlich voneinander getrennt haben möchte. Ich möchte in meinem Modell arbeiten können und mir keine Gedanken um den View machen. Muss ich aber. Ne, wenn ich die Model-Elemente in der falschen Reihenfolge setze, wird mein View nicht richtig aktualisiert. Das heißt, eigentlich darf ich das nicht so programmieren. Eigentlich müsste ich meinen View wasserdicht machen und sagen, ja, melde dich da an und zusätzlich setze das Label schon einmal initial. Ne, das heißt, ich müsste hier prinzipiell zusätzlich nochmal set labels initially. Ne, also beim ersten Mal. Dann würde es wieder von der Reihenfolge unabhängig sein. Das wäre schöner. Genau, also macht das bitte nicht so, wie ich das sieht. Macht euch Punkte ab. Macht das bitte richtig. Ne? Und, oder vielleicht ist es Max auch egal, weiß ich nicht. Müsst ihr mit Max diskutieren. So, und jetzt waren wir bitte wo? Ich habe völlig den Faden verloren. Handle Party Item Change. Ne? Am Schluss. Nehmt ihr die Item List Box. Und nimmt diese Line View, die wir jetzt ja mit so einem Controller aktualisiert haben, und hängt sie in die Listbox ein, indem er sagt getChildren.add. Na, das ist diese Sache. Und auf diesem Weg kommt jetzt diese Zeile hier rein. So viel weit waren wir letzte Woche. Jetzt kommen die Sachen, die neu sind, weil da kommt nicht mehr viel. Ne? Das ist eigentlich schon alles, was wir noch machten.
Der macht einen Property Change Listener auf den Price von dem Item Y. Im Wesentlichen, weil der Handle Price Change das Total Label und Share Label eventuell nochmal aktualisiert werden muss. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den brauche. Na, hat nicht geschaut. Lassen wir mal so drin. Okay. Da ruft er dieses Handle Price Change einmal auf, initial. Da mache ich es prinzipiell richtig. Und dann sage ich, und wenn später sich an den Preis ändere, dann rechne Total und Share bitte nochmal neu auf. Deswegen ist Handle Price Change hier auch nochmal als Listener subscribed. Ja, doch, das macht total Sinn. Wunderschön. So, ich verliere so langsam die Sache. Hier sitzt der Party Overview Controller. Das ist der Controller, der diese Seite verwaltet. Der hatte den Home-Button, da hat er eine Action hintergehängt, dieses Label aktualisiert, hier eine Action hintergelenkt, dann so Listener gemacht, die hier diese Zeilen einbauen. Super. Ein Listener, der Total und Share aktualisiert. Das war dieses Handle Price Change, wo bist du? Der war als Listener hier irgendwo angemeldet, da. Ja, der hatte das gerechnet, da hatten wir schon mal reingeguckt, wie sich das Total und das Share, das ist neu. Hey, das ist das, was wir diese Woche gemacht haben. Das wird jetzt hier eingetragen. Wunderschön. So, jetzt unten diese Liste von Gästen brauchen wir noch. Der funktioniert genauso wie der hier. Also es ist jetzt nicht mehr kompliziert. Das passiert. Hier sind wir wieder in der Init-Methode von unserem Party-Overview-Controller. Der hängt an das Model. Für das Property Guest, das ist eben die Liste der Gäste. Da wird ja bei diesem Getter Create Item, wenn geguckt, der Albert, haben wir den schon in unserer Liste, wenn nicht, wird er da hinzugefügt. Und wenn da hinzugefügt wird, dann feuert hier dieses Handle Party Guest Change. Geh dahin, du Sack. So. Der fragt diesen Property Change Event, welcher Gast hat sich denn eigentlich gerade geändert? Mit Change Get New Value. Spannende Geschichte. Okay. Kann man auch machen. Dann sagt er, okay, für einen so einen Gast müsste ich jetzt wieder so eine Harbox machen mit so Properties drinnen. Habe ich irgendwann mal keinen Bock mehr. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ach, ich kann das anstelle das mit den Zielbildern zu malen, so ganz einfache Sachen, mache ich jetzt einfach ein New Label. Ich baue das Ding einfach per Programm, das geht auch. Na, habt ihr das mal gesehen? Macht man nicht oft, aber hier an der Stelle, ja, warum denn nicht? Dann setze ich dem Namen. Dann setze ich den Font. Den hole ich mir von dem Total Label. Das ist hier in dem Party Overview Controller irgendein Wasser, weil ich nicht wusste, wie dein Font irgendwie sonst geht. Und dann sage ich hier dieser Guest List V-Box, das ist die V-Box hier unten, get children.addGuestLabel. Da füge ich den da hinzu. Und dann steht da aber nur Albert, noch nicht der Preis dahinter. Na, muss man wissen im Wesentlichen. Dann baue ich einen Guest Controller und da mache ich ein Init. Ja. Und der macht einen Property Change Listener und sagt, wenn sich der Share ändert, also der Anteil, den eine einzelne Person bezahlen muss, dann sollte ich vielleicht mal einen Handle Share Change aufrufen, dann sollte ich vielleicht den Preis, der hier hinten drunter steht, nochmal neu ausrechnen. Das ist nicht hundertprozentig wasserdicht, aber funktioniert ganz gut. Hat bis jetzt immer funktioniert. Überlegen, ob man irgendwie ein Item hinzufügen kann, sodass sich der Share nicht ändert. Ja, dann muss ich eine neue Person hinzufügen, dann könnte das passieren. Ne? Ja, vielleicht muss ich hier mehr Dinger, mehr Listener haben, auch verschiedene Dinge, die dazu führen, dass sich das hier aktualisiert. Ne? Wenn sich Total ändert oder Share ändert oder noch irgendwas. Am Schluss rufe ich mal bitte diesen Handle Share Change auf. Der sagt, ich rechne jetzt für den einzelnen Gast mal aus. Wir sind in dem Guest Controller. Wie viel der ausgegeben hat. Ne, jeder Gast hatte ja, wenn ihr euch stumpf erinnert,
in diesem leichten, völlig übersichtlichen Bild eine Liste von Items, die er gekauft hat. Der Albert Salat und Bier, Natascha das Fleisch. Und das heißt, über diese Liste kann ich jetzt hier eine Schleife machen. Dann frage ich jeden Item, was hast du gekostet? Sammle das auf, das sind meine Ausgaben, my spending. Und dann sage ich, hey, das Saldo von dem Model, das ist hier unser Gast im Augenblick. Ich würde das normalerweise auch Geld nennen, ne? Aber wir haben es jetzt immer Model und View genannt, damit sich das in eure Hirne hämmert. Damit man eben immer genau weiß, was ist Model, was ist View. Später bringt man das nicht mehr durcheinander. Wir machen das jetzt hier aber immer mal so. Das heißt, für diesen einzelnen Gast sage ich dessen Saldo, der hat ein Saldo-Attribut offensichtlich, ist seine Ausgaben weniger dem Share. Na? Also prinzipiell, wenn ich $50 ausgegeben habe, mein Share sind 25, dann kriege ich 25 wieder. Ah. Wenn ich 50 ausgegeben habe, der Share ist 40, dann kriege ich 10 wieder. Na? Also muss ich meine Ausgaben weniger dem Share rechnen. Wunderhübsch. Und dann trage ich den ein und irgendeiner hat hoffentlich auf diese Saldo. Ah. Und dann sage ich noch, ne, und das ist jetzt wieder Code, der eigentlich nicht in den Controller gehört, sondern ins logische Modell. Na, das sollten wir mal irgendwann verschieben. Was ich dann hier mache im Controller ist, wenn sich das Saldo ändert, dann bitte aktualisiere den Text. Und der Text wird dann eben wieder gesetzt auf Modelname gefolgt von Saldo. Und das ist hier im Prinzip der Formatstring, der das dann macht. Und wenn ich das alles richtig gemacht habe, dann steht hier Albert minus 4 Euro Natascha plus 4 Euro Max 0 Euro. Wunderhübsch. So, ne, das heißt, im Wesentlichen funktioniert das Ganze genauso wie bei den Items. Ich habe da unten so eine V-Box, die habe ich mir gesucht ganz am Anfang im Overview-Controller. Und ich habe hier so einen Party-Guest-Change. Der baut sich hier die Zeile, den View für eine Zeile zusammen und fügt das dann irgendwann in die Guestlist V-Box hinzu. Das macht hier diese Zeile Code. Dadurch steht das hier und dann baut er noch einen Listener. Das macht hier der Controller, der dazu gehört, der diese Textzeile immer aktualisiert, wenn es nötig ist. Das ist im Wesentlichen das, wie es funktioniert. Ne? Also du baust so ein View. Dann, wenn du so eine dynamische Liste hast, musst du immer dann, wenn in dem Modell ein neuer Eintrag kommt, in deiner V-Box auch einen neuen Eintrag machen und dann immer Controller dranhängen, der Listener hat. Wenn sich im Modell was changed, wird der im View aktualisiert. Das ist im Großen und Ganzen immer der Trick, wie das Ganze funktioniert. So oder so ähnlich werdet ihr das in dem 9-Min-Morris im Mühlspiel auch machen. Das heißt, ihr habt da ein Modell, wo drin steht, ich habe irgendwie Spielsteine und Spieler und Plätze auf meinem Spielbrett. Und jetzt setze ich diesen Stein auf diesen Platz. Dann habt ihr in eurem Controller irgendwo einen Listener, der sagt, oh, hier ist ein neuer Stein. Den hatten wir ja vorher noch gar nicht. Da male ich doch mal einen Kreis in meinen View und merke mir den. Ja, und tue den auf mein Feld irgendwo. Und dann irgendwann später sagt er, oh, ich verschiebe diesen Stein. Dann kriegt der Stein eine neue Position. Dafür habe ich einen Listener, der dann den Kreis in meinem View auf dem Panel an die richtige Position schiebt. Nämlich da, wohin das Ding jetzt ist. Na, und so funktioniert dieses Zusammenspiel nachher. Und so funktioniert die Trennung zwischen dem logischen Modell und dem View. Und der so. 17:09 Uhr. Verrückt. Das war's im Wesentlichen zu Model View Controller und Graphical User Face Interface Programmierung und wie man das so treibt. Ne? Das Ganze ist unfassbares Gefummel und ich kann mal gerade ja, macht mir ein Terminal auf. Jiha, dann lass den hier nochmal fertig werden. Chaka. Das, was wir hier gebaut haben, wenn ich mal nach Source gehe, yeah, weiß er das noch? Nee. Und dann mal so was mache, das könnt ihr wahrscheinlich nicht. Ich habe bei mir so Sigwin installiert, dann habe ich so Linux-Kommandos. Da gibt es zum Beispiel einen Word-Count. Bevor ich das mache, gehe ich in die Z-Shell
Aber das ist wie die Bienenchill, nur besser. Und fängt mit Z an wie Zündorf, deswegen ist das meine Lieblingschill. Darin kann ich sowas machen wie ls //.java. Das funktioniert in den meisten anderen Shells nicht. Dann listet der mir alle Java-Dateien, die ich in dem Source-Ordner habe. Und dann kann ich sowas machen wie, mach doch da mal ein WC wie WordCount drauf. Und dann sagt er, dass mein gesamter Java-Quelltext im Augenblick 5683 Zeilen Code sind. Also dieses ganze Party-App-Beispiel, das wir jetzt gebaut haben, sind ungefähr 5000 Zeilen. Das ist tatsächlich ein bisschen weniger, ist auch ein bisschen von diesem Drawer noch mit drin. Das sind aber nur 200 Zeilen, das macht den Kohl nicht fett. Naja, das ist eine ganze Menge Holz. Sind auch eine ganze Menge Klassen. Aber schlag mich mal, wie viel sind das denn? Oh Gott. LS Pipe WC, geht das? Sind 46 Klassen? Boah, das war jetzt Voodoo, ne? ich habe 84 angefangen zu studieren, da hatten wir noch kein Windows. Als irgendwann 88 die erste Maus aufgeführt wurde, war das völlig unfassbares, komisches Zeug für mich. Und wir haben früher an so Terminals gearbeitet mit 80 Zeilen Buchstaben nebeneinander, 24 Zeilen übereinander, gab es in Grün oder in Bernsteinfarben und dann hast du sowas benutzt und deswegen kann ich das noch einigermaßen. Okay, 46 Klassen sind, das ist auch schon eine Menge. Wer hat schon mal ein Programm geschrieben mit mehr als 46 Klassen? Euer neuen MinMorris sollte auch so bei 20, 30, 40 Klassen rauskommen. Am Schluss. Da sammelt sich plötzlich eine ganze Menge Kram an. Ne? Also, und dann habt ihr, das ist genau das, was diese Vorlesung macht. Ihr lernt jetzt mal mit Programmen umzugehen, die aus mehr als einer Klasse bestehen. Der Grund, warum das so viel wird, ist, weil wir so Controller-Klassen brauchen, weil wir so Stage Manager brauchen, weil wir so Modellklassen brauchen. Unser Modell hat nur drei oder vier Klassen. Ne? Da gibt es die Party-List, die Party, den Item und den Guest. Fertig. Das ist nicht kompliziert. Ja? Und das ist tatsächlich ein relativ kleiner Anteil von dem gesamten Ding. Ja? Dann haben wir ein paar Testklassen, drei Stück offensichtlich hier und so ein paar Sachen noch mehr. Na? Und was können wir denn nochmal sagen? Hier Counter-App. Das war noch, da ist auch noch Counter-App, das ist ein anderes Beispiel drin. Guest.java hat 203 Zeilen. Das ist nichts. Ne, der Controller hat 49 Zeilen. Ne? Aber es sind zu viele und dann läppert es sich. Ne? Party hat 360 Zeilen. Ne? Okay, Party 360 Zeilen, im Wesentlichen generierter Code. Haben wir ja nicht wirklich was gemeint, Getter Create. Das sind ein, zwei, drei Methoden haben wir gebaut. Das ist alles Code, der von Fulip generiert wurde. Tatsächlich würde ich sagen, die sind ungefähr 1000 Zeilen von den 5000 Zeilen des generierter Code. Und dann kommen im Prinzip diese Controller-Bausteine, die habe ich alle von Hand geschrieben. Da gibt es aber auch so Set-Model, Get-Model, das habe ich alles mit Completion, mit dem Visual Studio Code gebaut. Auf dem Weg kommt so viel zusammen. So Kernlogik von diesem ganzen Ding, also die wirklichen Handle-Button-Methoden, Handle-Property-Change-Methoden, die tatsächlich Funktionalität beinhalten. Das sind so 1000 Zeilen über den Daumen gepeilt, würde ich mal so schätzen. Müsste man jetzt nochmal genauer zusammenzählen. Das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Wobei, ne? Also nicht viele von euch haben vor dieser Vorlesung Programme geschrieben, die 1000 Zeilen hatten und irgendwie so viele Klassen hatten. Das heißt, wir haben ernsthaft jetzt, nachdem zwei Drittel der Vorlesung rum sind, schon eine ganze Menge Dinge gelernt. Ne, und da bin ich eigentlich auch schon relativ stolz, dass ihr das relativ gut hinkriegt. Da sind wir auf einem guten Weg, formuliere ich jetzt mal so. Das Ganze muss ich noch ein bisschen setzen. Es ist tatsächlich, Graphical User Interface Programmierung ist unfassbares Gefummel. Ne, bis man das mal alles hinkriegt hat, das Modell bauen ist leicht. Den View mit Scene-Bildern bauen ist auch leicht. Die Controller dazwischen draus machen, das ist unfassbares Gefummel. Ja, überall mitkriegen, hier hat sich was geändert im logischen Modell, was muss ich jetzt aktualisieren, bis man mal alle Listener richtig überall angemeldet hat und alles so funktioniert, wie man das möchte.
Insbesondere bei diesen dynamischen Sachen, wo neue Modellelemente im Laufe des Programmablaufs dazukommen. Neue Spielsteine kommen dazu, es müssen neue View-Elemente gebaut werden mit neuen Controllern dazu. Die müssen sich alle überall anmelden, das ist ein unfassbar komplizierter Knoten, den ziehen. Und das kriegt man überhaupt nur vernünftig hin, wenn man sich unfassbar nach Schema F an dieses Model View Controller Schema hängt. Ne? Immer stumpf, so dumm und einfach und kanonisch und immer genau gleich programmiert, dann klappt das irgendwann. Wenn man da mal irgendwann anfängt, kreativ zu werden und das irgendwie anders zu machen oder geschickt oder irgendwie was, dann ist es noch wieder zwei Tage später wieder kaputt, weil man irgend noch mal eine Änderung am Modell gemacht haben, die genau diesen unfassbar coolen Trick, den man da programmiert hat, kaputt macht. Macht das nach Schema F. Model View Controller immer genau gleich, immer auf demselben Weg für alle Bestandteile, dann funktioniert das irgendwann. Ne? Und macht das inkrementell. Baut nicht das komplette Modell mit der kompletten Logik, das könnt ihr machen, aber den kompletten View in einem Ding und dann irgendwie schraubt alle Controller und dann auf den großen Knopf Big Bang. Ne? Dann raucht es kurz aus eurem Laptop und mehr passiert nicht. Ne? Sondern baut das wirklich Epsilon für Epsilon dazu. Ne? Mountain View, nehmt euch den allerersten Button, hängt eine Action dahinter, guckt, wird die aufgerufen. Baut euch irgendwo ein Label hin, überlegt euch, wie wird das aktualisiert, wann muss das aktualisiert werden, baut die Listener dahin, probiert mit einem automatischen Test, funktioniert das. Und dann wirklich ganz entlang von irgendeinem Szenario, Szenario, sagt mir ein Szenario, wollte ich das Szenario? Da. Na, entlang von dem Szenario hier, Schritt für Schritt, das sich genau überlegen, das ist der Benutzer, jetzt müsste das in meinem logischen Ding sein. Macht euch dafür auch ruhig mal Skizzen, macht euch Übersichtsgeschichten und dann hakt das wirklich Schritt für Schritt da. Und jeden winzigen Schritt, jeden neuen Listener, jedes Ding, was ihr gebaut habt, immer sofort testen mit einem automatischen Test. Funktioniert das wirklich so, wie ich mir das vorstelle oder nicht? Unfassbar wichtig. Ihr könnt, das empfehle ich durchaus, wahrscheinlich relativ weitgehend öfter mal diesen Zeig dich, du Feichling. Nein, das wollte ich nicht. Geh weg. Ich wollte hier. Ihr könnt so ein Objektdiagramm, Dump-Objektdiagramm, könnt ihr mal versuchen zu benutzen. Muss man so ein bisschen aufpassen. Das funktioniert für den Logikteil gut. Für die Controller auch noch. Wenn ihr einen Getter habt, der euch irgendein View zurückspielt, dann macht es wahrscheinlich Puff. Ja, nächstes Jahr wird das besser. Gut. So, das war's mit GUI-Programmierung. Das üben wir jetzt nochmal in den Übungen, mindestens die nächsten zwei, wahrscheinlich die nächsten vier Wochen oder drei Wochen, bis sich das gesetzt hat und richtig gut funktioniert mit diesem Müde-Spiel aus. Da werdet ihr genau diese Bausachen alle brauchen und macht das schön nach diesem Model-View-Controller-Schema. Damit beenden wir diesen Teil. So, nächste Woche bringe ich euch bei, wie man eine Party abspeichert. Ne, also wir haben jetzt hier 1000 Sachen gebucht und dann wollen wir einfach feiern. Wo ist denn die? Ne, habe ich geändert. Mal den Test nochmal laufen. Wofür haben wir den Kram? Ja, wir haben 1000 Sachen gebucht. Und dann wollen wir das natürlich abspeichern, damit wir Party machen können. Da kommt irgendeiner und sagt, oh, ich habe noch was vergessen, hier ist noch so ein Ding. Kannst du das bitte nochmal machen? Pass Error, Nierer, Kaufmännisches und. Na super. Kaputt gemacht. Cancel. Ctrl Z. Ich will den View nochmal einmal haben. Mist. Problems. Problems ist eine gute Sache. Ha, funktioniert. Alles gut. Muss man nur richtig aufrufen. So. Jetzt möchte ich den Spielstand abspeichern.
oder den Stand an Buchungen. Dann möchte ich das wieder laden und dann möchte ich weitermachen. Wie das geht, lernen wir kommende Woche. Na? Und tatsächlich werden wir nicht so einen Save-Button machen, sondern wir werden nach jeder neuen Buchung im Prinzip immer abspeichern. Weil das Bessere ist, damit das immer automatisch safe ist. Ne? Prinzipiell wollen wir das Ganze so bauen, dass man es zur Not auch auf dem Handy laufen lassen könnte. Und im Handy muss man immer damit rechnen, dass man ruckzuck irgendwie mitten im laufenden Betrieb rausgescheduled wird, weil das dem Android gefällt, ne? Oder dem Smartphone. Weil der Benutzer irgendeine andere App aufgemacht hat, einen Anruf gekriegt, geht eine andere App auf, die alte wird geschlossen, ist man weg. Das heißt, man muss das immer versuchen, ins Dateisystem persistent zu speichern. Das machen wir kommende Woche. Die Woche drauf lernen wir dann, jetzt wollen auf dieser einen Datei, die wir da haben, mehrere Leute gleichzeitig arbeiten. Na, wie kriegt man das denn hin? Also wir wollen letztendlich so einen kleinen Serverbetrieb haben. Das heißt, auf meinem Smartphone möchte ich eigentlich nur das User-Interface haben und die Logik läuft irgendwo in der Cloud auf einem Server. Das ist das, was wir dann den Rest der Vorlesung nochmal programmieren für unsere Party-App hier, weil das führt uns dann Richtung Softwaretechnik-Praktikum im Sommersemester. Im Softwaretechnik-Praktikum im Sommersemester werden wir genau so eine Multi-User-Client-Server-App bauen. Das heißt, wir werden euch in Gruppen einteilen. Jede Gruppe baut einen Client. Und wir hier vom Fachgebiet bauen einen Server und dann verbinden sich alle Gruppenclients mit dem gleichen Server und wir machen mal fröhlich eine große Party. Das ist im Wesentlichen die Idee, wie das Software-Technik-Praktikum verläuft im Sommersemester. Dieser Multi-User-Betrieb ist für die Mechatroniker nicht mehr relevant. Ja, das ist schon ziemlich abgedrehter Kram, da wird es jetzt nochmal ein bisschen komplizierter und damit werdet ihr nichts zu tun haben in eurer weiteren Laufbahn. Also das ist eben nicht mehr Teil eures Praktikums. Wer das interessiert, kann sich das gerne noch mit angucken. Persistenz bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir das für die Mechatroniker haben wollen oder nicht. Das muss ich nochmal mit Sebastian diskutieren. Gut, dann war es das heute. Danke ich für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiter viel Spaß mit dem Mühlespielen. Hoffe, dass wir euch jetzt so nach der Weihnachtspause der Kulturschock oder das Wiederaufwärmen nicht zu schockierend war, weil wir ja jetzt noch durch diese komplette Party-App nochmal in allen Details durchgekrochen sind und man springt da ständig hin und her und irgendwann kriegt man es überhaupt nicht mehr zusammen. Auch wenn ihr euch jetzt diese Vorlesung nochmal in Ruhe angucken wollen würdet, man wird irre. Ne? Und im Wesentlichen das, was ihr euch merken müsst, ist, den View laden, das Modell bauen, den Controller bauen, Init drauf aufrufen, alles zusammen, die ganzen Listener anmelden, passt. Ne? Und dann, und das Ganze inkrementell, also iterativ, immer so ein GUI-Element nach dem anderen, dann kriegt man das ganz gut hin. Gut, dann wünsche ich euch da viel Spaß. Wir sehen uns am Freitag zur Übung mit Natascha oder Sebastian. Mit Sebastian, der dann unspaßbar spannende Dinge zu, ich weiß nicht, was jetzt. Zur nächsten Hausaufgabe, natürlich, was sonst, ne? Bis dann, tschüss!